Yeah. It's my tape, man. Listen to my tape. Hallo meine Damen und Herren, willkommen im Kochstudio des ersten Programmes. Heute machen wir Tomatensalat. So, als nächstes nimmt ihr ein Messer. Es soll am besten scharf sein und nicht zu groß. Die Scheiben müssen genau 0,1 cm groß sein, sprich 1 mm. Genau. Dann verfeinert ihr die Scheibe Gurke mit ein bisschen Honig. Von Tipp natürlich. Fertig ist es. Jetzt schmeißt ihr die Scheibe Gurke mit Honig in den Müll. So, meine Damen und Herren, jetzt nehmen Sie eine Schüssel. Die Schüssel sollte schön groß sein und aus Plastik sein. So eine Schüssel ist perfekt. Jetzt tun Sie 1 Milliliter Milch in diese Schüssel. Die Milch sollte fettarm sein. Da tun Sie jetzt ein wenig Honig rein. Am besten 1 bis 2 Gramm. So, jetzt nehmen Sie sich einen Pommes. Und stecken ihn in die Kleckermatschpampe rein. Wenn sie nicht treffen, heben sie ihn einfach wieder auf und tun ihn nochmal rein. Wenn sie dann wieder nicht treffen, nehmen sie sich einfach erneut, weil es vielleicht am Pommes liegt. Genau. So sieht das jetzt zwischenzeitlich aus. Lecker! Vergessen Sie nicht, dass das ein Tomatensalat werden soll. Deswegen nehmen Sie sich jetzt eine faule Kirsche. Da haben wir ja auch zufällig noch eine. Diese faule Kirsche schälen Sie bis zur Hälfte. Machen Sie es sorgfältig, es lohnt sich. Genau so sollte das sein. Ja, so, jetzt haben Sie eine Banane in der Hand, die bis zur Hälfte aufgeschält ist. Nun tunken Sie die Spitze in die Kleckerbatschpampe rein. Genau so, jetzt tun Sie die in den Müll. Fertig ist der Tomatensalat. Ja, genießen Sie ihn. Er wird Ihnen schmecken. Ihr Werner Koch. Die knusprigsten Pommes der Welt sind die 1, 2, 3 Pommes. Die sind so schön knackig und so 3 Sekunden fertig. Ein, 2, 3 Pommes für die ganze Familie. Lecker, lecker. Ja.